Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Technical Overload mit dem Herrn Gorobai mit seinem und seinem Auto vielleicht auch, weil heute wird er da bestimmt in von erzählen. In der Weihnachtsbäckerei. Heute Weihnachtslieder gesungen. Ich merk ist jetzt schon. Eigentlich noch Weihnachten bei den Leuten? Warte mal, letztes Mal war für den 17. Ja, wir haben auf jeden Fall noch nicht für Weihnachten. Die letzte Folge, die ich hochgeladen habe, ist für den 19. gewesen. Die ist für den 21. ist. Die ist es 21. Oh, ist schon fast Weihnachten. Ja, von uns gibt es Heiligabend leider keine Folge. Ihr müsst am 25. leider unsere Folge dann genießen. Okay, jetzt kommt eine Special-Folge. Jetzt habe ich gespoilert. mit einer hier alles in Schnee. Genau. Weil Schnee ja auch so schön ist. Siehe Zieg. Der Dschungel im Schnee. Ja, was? Jetzt haben wir ein paar Projekte gemacht, wo wir mal was Neues ausprobiert haben. Ja, wir hatten Dschungel, wir haben jetzt Schnee gehabt. Das machen andere Leute nicht, ja? Oder der mobile Gorobai ist mobil. Wie ist so mobil zu sein? Erzähl doch mal. Ach so, ja, stimmt. Ja, die Odyssee, die Reisen des Gorobais sind jetzt am Ende. Auf vier Reifen sind die jetzt. Ja, das auch. Aber die sind haben ein positives Ende gefunden, so wollte ich das sagen. Nachdem ich Tage, ja gar zu Wochen. Monate, Jahre. Monate, also über viele Folgen. Leute auf Twitter wissen es ja schon lange. Es ist ja im Prinzip, da die Folgen ja so weit hinten noch sind, habe ich Kommentare gekriegt mit, ich hoffe, du findest dein Auto, wenn du es nicht schon hast. Und das habe ich gekriegt am Freitag, als ich es abgeholt habe. So, es tut einem dann ja schon so ein bisschen leid, dass die Leute so weit hinterher sind. Ach. Aber so ist das Leben, Leute. Irgendwann, wie ist man immer hinterher? Na, wir mussten halt vorproduzieren. Aber nee, es ist schön. Ich habe es Freitag abgeholt, habe mein Fahrrad an der Schule stehen lassen. Das musste ich dann heute zu Fuß abholen. Weil ich brauch's ja nicht, um ich hätte dir auch zugetraut, dass du das Auto da stehen lassen hast, mit dem Auto zur Schule gefahren wärst, das Fahrrad ins Auto. Ich habe ja jetzt ein Auto und wir sind mit dem Auto da hinten. Ja, nee, das habe ich dann doch nicht gemacht. Du hast überlegt. Nee, nicht mal. Also okay. Für mich war es vornherein klar, dass ich jetzt zur Schule gehe. Okay. Und ich werde in Zukunft auch weiterhin das Fahrrad nehmen. Auch bei Schnee? Ja, klar, auch bei Schnee. Das dauert viel zu lange mit dem Auto. Wie oft legt man sich da so? Ich habe mich heute fast einmal abgepackt auf dem Rückweg. Sag ich doch. Das sind halt auch die Landwege, die ich da nehme, weißt du? Die sind dann ja noch viel schlimmer. Ja, voll mit Schnee und nicht gestreut. So. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und das war völlig. Aber erstmal dick einkaufen gefahren mit dem Auto. Wir sind erstmal nach Deutschland gefahren. Wow. Freiheit. Einmal nach Deutschland, einmal die Freiheit geschmeckt. Und haben da dick eingekauft, ist ja wohl klar. Die Dänen gehen also in Deutschland einkaufen. Für die Dänen ist das Deutschland unser Holland, oder was? Ja. Ja klar, das ist alles so viel billiger. Ja, ich weiß, deswegen sage ich das ja. Also so unglaublich viel billiger. Ah. So ja, wir waren in Deutschland, haben das Auto dann natürlich auch der Familie nochmal präsentiert. Und ja, das haben wir dann gemacht. Das Ding war aber, wir haben hier so einen Parkplatz vom Haus. Und da braucht man eine Genehmigung für, dass man da stehen darf. Weil ich sag mal, es gibt so, lass es 30 Parkplätze sein. Mhm. Ja. Und ich wohne jetzt 5,5 Jahre hier. Und ich habe noch nie erlebt, dass auch nur mehr als die Hälfte belegt war. Und die sagen, die ist voll oder was? Und doch gibt es Parkregeln, dass du hier nicht länger als 10 Stunden stehen darfst, mit so einer speziellen Karte und. Das ist ja voll dumm. Ja. Es sei denn, du bist Anwohner und registrierst dann dein Auto. So, das habe ich dann gemacht. Und dann, als ich dann zu Hause war, fiel mir auf, dass sie das für die falsche Adresse registriert haben. Dün, dün. So, ich durfte das ganze Wochenende rauslaufen, alle 10 Stunden und die Parkscheibe weiterdrehen. Jetzt ist es registriert seit heute Mittag um 11 oder so.
Weil ich da angerufen habe und gesagt, kann ja wohl nicht wahr sein. Ist das euer Ernst? Alles Praktikanten. Der Parkbetrüger Goroboy, ey. Ja, wobei, ich hab nicht nur die Parkscheibe weitergestellt, sondern... Auch das Auto hin und her gerollt? Ich hab das Auto auch hin und her rollen lassen. Na, wenigstens hast du es richtig gemacht. Ja, das muss ja zählen. Das, was dann natürlich passiert ist, ist ja, dass der Schnee dann auch kam und dann hat man es ja gar nicht mehr gesehen. Ja. Und dann hab ich mich informiert, was passiert denn, wenn da halt Schnee auf der Scheibe ist. Und die Antwort ist... Müssen das wegwischen. Die Antwort ist, sie dürfen das nicht wegwischen, weil sie dürfen das Auto nicht anfassen. Ah, lol. Ich glaube, hier in Deutschland dürfen sie es einfach wegwischen. Aus Angst vor Schäden. Das heißt, wenn ich, wenn es nicht leserlich ist, dann kriegt man auch kein Knöllchen. Ach, hier in Deutschland wäre das wieder anders. Ja, in Dänemark dürfen die das nicht entfernen, weil... Da haben die noch Respekt Angst vor dem Eigentum, sagst du? Ja, Angst, dass sie es kaputt machen. Deswegen, wieso habe ich keinen Strom hier bei meinen Bienen? Ach ja, ich muss noch Kabel machen. Ich sehe schon, hier ist Kabelbruch. Ja. Ich hatte nicht genug Kabel von den neuen Kabeln. Genau zu sein fehlen eins. Fehlen nicht viele. Zwei Kabel fehlen. Ja, es fehlen nicht viele. Zwei Kabel und ich hätte weitermachen können. Na gut. Wenn du Glück hast, sind in der Kiste sogar noch welche. Na, schon okay. Ich habe mich natürlich wieder nicht vorbereitet. Ich auch nicht. Ich wollte ja wieder die Mod angucken, aber ich habe es ja wieder nicht geschafft. Ich vergesse das immer. Ich muss das einfach heute Abend machen. Heute es wurde Abend. Auch noch gesagt, ich muss hier mit dem Hammer draufhauen, aber da hatte ich das nicht ausprobiert. Ich weiß nicht. Um diesen Tank zu machen, hatte ich doch einen Hammer gemacht, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mal, wie man den baut. Den Hammer oder den Tank? Naja, den Hammer habe ich, aber wie man das Ding baut. Wo habe ich das Buch denn? Wie gibt es im Deep Dark keine Tempel? So, ja. Aber es fühlt sich gut an, jetzt bereift zu sein quasi. Aber die ersten paar hundert Kilometer hat man ja schon runter, oder? Vom Händler aus? Das geht schnell. Oder meinst Was du hast jetzt, du? Vom Händler von dir aus? Nee, von mir aus. Ja, klar geht das schnell. Das ging ruckzuck. Du bist ja auch nach Deutschland gefahren, was hast du erwartet? Eben. Bin nach Deutschland gedüst. Das sind eben mal schnell, was war das, mehr als 300 Kilometer, die da Vor allem, weißt du, jahrelang keine Fahrpraxis, aber er haut sich erstmal einen Deutschland-Trip rein. Also stopp mal. Das ist ja wie Fahrradfahren, do, das kann man. Das verlernt man nicht. Also ich verlerne das nicht. Nee, stimmt schon, das verlernt man. Ja, da muss schon einiges zu, dass man das verlernt. Das fand ich ja auch so interessant, dass man sich einfach einsetzt und dann... Oh, und jetzt fahren wir los. Und jetzt geht's los. Jetzt holen sich alle noch mal ein Eis und dann geht's los. Genau, dann reiten wir los. Na, beim Händler gab's dann ja noch mal eine Flasche und so, ne? Ach so, besaufen, bevor man mit dem Auto wegfährt, meinst du? Ja, dann hat er aber gesagt, jetzt nicht auf das Auto werfen. Was? Habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Warum denn nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Muss so ein Auto da abkönnen, dachte ich. Dachte ich auch. Aber ja, da hat auch noch so ein paar andere Extras, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt kommt's. Wie zum Beispiel eine Start-Stopp-Funktion, ja. Ist doch nice. Ja. Obwohl ich nicht weiß, ob man damit eventuell nicht einfach doch mehr Sprit verbraucht. Ich weiß es nicht. Er will also laut Internets nicht. Ja, das ist. Ja, ich weiß ja nicht. So ein Auto starten. Ein Autostart verbraucht ja immer mit am meisten Sprit. Ich weiß ja nicht. Naja. Die Leute werden schon wissen, was sie da gebaut haben. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das mehr Sprit verbraucht. Ein Auto. Aber wie du schon sagst, die haben sich halt was vorgestellt damit. Ja, aber.
es könnte auch einfach den Aspekt haben des Umweltschutzes, weißt du, dass das Auto nicht an der Ampel steht und die ganze Zeit da die Gase rausballert. Und dann YOLO verbrauchst du halt trotzdem pro Zündung immer normale Menge. Ich weiß nicht. Aber ich würde schon. Ich weiß ja nicht, dieses Auto. Ich glaube, das Auto geht in so einen bestimmten Modus, wenn das da reingeht. Das ist irgendwie noch an, aber irgendwie auch nicht. Und keine Ahnung. Weil sobald du Gas drückst, geht's ja wieder an, ne? Ja, sobald ich die Kupplung drehe. Oder so. Also sobald ich die Kupplung drehe, dann geht's halt wieder an, ja. Den Luxus hatte ich noch nicht. Wie gesagt, alle meine Autos, die ich besessen habe, waren von vor 2000, da gab's sowas nicht. Ja, ich habe jetzt einen neuen. Einen kleinen neuen. So. Gibt's, ja, Leute, gibt's ihm denn einen Namen? Geht er nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Tyska sagt ja, aber ich sag... Frauen haben eh immer die Angewohnheit, Autos einen Namen zu geben. Ja, wie heißt deiner denn? Meiner hat keinen Namen. Ist ja mein Auto. Außerdem ist das kein Neuwagen und ich habe jetzt nicht unbedingt... Also mein Auto hat einfach nur die Regel zu fahren und nicht zu existieren. Ja, aber wenn's... Hauptsache es fährt. Ja, eben. Aber es hätte ja sein können, dass es ja auch noch irgendeinen Namen hätte. Ja, Schrottkarre höchstens. Nee, weiß ich nicht. Hätte ja sein können, dass Lou dem ganzen Namen gegeben hätte. Nee, Lou gibt Autos. Also Autos, ich glaube, da muss das Auto schon verdammt knuffig aussehen, damit es einen Namen kriegt. Wir haben hier eins in der Gegend gesehen. Das ist ein pinkes Auto und da hat das vorne bei den Lichtern. Wimpern. Da hat es Wimpern. Ja, schön. Wie scheiße sah das denn aus? Bestimmt ein Peugeot 206. Oh, das weiß ich nicht, was das war, aber ich habe nur geguckt und gedacht, what the fuck. Und dann habe ich kurz gelacht und dann habe ich mich kurz fremdgeschämt und dann... so fahren die Leute Auto. Und dann kam er nach Hause und Tyska hat das gleiche bei seinem Auto auch gemacht. Genau, so sieht der Kleine rosa aus. Rosa foliert und Wimpern vorne an die Scheibe. Ganz genau. Aber es ist natürlich doof, dass Tyska jetzt keinen Führerschein hat, ne? Wenn du dann irgendwie in der Schule bist, hätte sie ja das Auto irgendwie mal nehmen können oder so. Tja. Natürlich schade, schade, schade. Doof gelaufen jetzt. Vielleicht auch besser so. was brauche ich denn? Ich brauche nur einen Eimer. Was sind das für Geräusche? Was waren das für Sounds? Aber das war ganz schön doof, dass ich da immer rauslaufen musste, um das Ding weiterzustellen. Vor allem, ich wohne hier, ne? Ja. Das war ja fast noch so mit das Schlimmste, dass man da rauslaufen musste. Umparken. Den ersten Tag, da hat... Es hat funktioniert. Warum habe ich das vorher nicht ausprobiert? What the fuck? Bist du hier? Nee, ich bin gerade unten, hab Kohle geholt. Hui! Hast du einen Tank jetzt, ja? Jetzt habe ich einen Fluid Tank. Ich dachte, ich hätte da mit dem Hammer drauf gehauen schon vorher. Naja. Egal, Tag 7900. Nee, warte mal, 7099. Oh, ein Tank. Ich hab einen Tank. What the fucking Tank? Irgendwas wollte ich jetzt erzählen, ich hab's dabei gelassen. Mit der Scheibe, dass du da wohnst. Ach, das war kacke. Ach ne, am Samstag hatten die mir dann morgens, kam ich raus, da hatten die mir einen Strich an den Reifen gemacht. Ah, wollten sie gucken, ob das bewegt hast. Ja, ganz genau. Das sieht daher so vor. Ja, klar sind das Schweinebeine. Aber jetzt können die mich mal, weil jetzt ist das registriert. Ich hab hier auch eine Straße. Hier parken auch mal, die parken hier sowieso immer. Es gibt vor dem Haus Parkplätze, da können locker 6 Autos stehen. Die parken aber immer so, dass da nur 6, nicht 6 hinpassen, sondern 4. Weißt du? So richtig Assi parken die da, so richtig große Lücken. Bist du auch einer von den Assis, oder?
Manchmal denke ich mir, Fakt ist, ich bleib jetzt. Manchmal denke ich mir auch, Fakt ist, ich bleib jetzt so stehen, die anderen achten ja auch nicht auf dich. So. Kannst du ja eh nicht ändern, die Menschen. So. Auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall versuche ich auch immer außen zu stehen, nicht innen drin, weil die einen auch immer ganz. Weil wenn du da stehst, parken sie dich zu, weißt du, dass du so 2 mm hast zum Rausfahren. Das ist auch mal schön. Ja. Auf jeden Fall gibt es ja auch eine Straße, da ist eine Spielstraße so. Also, die ist halb Spielstraße, wenn du rein. Also, du fährst rein, die erste Hälfte ist keine Spielstraße, danach eine Spielstraße. Und, da stehen da alle immer in der Spielstraße. Immer. Und dann denkt man sich, ja gut, dann wird das ja wohl allgemein akzeptiert sein, dass da Autos stehen. So, in Spielstraßen darfst du aber nur parken, wenn da markierte Parkplätze sind. So, weißt du? Und, ja. Das ist halt nicht markiert. Aber das stehen da immer, alle. So, und wenn ich mich da hinstelle, kriege ich natürlich ein Knöllchen. Und weißt du warum? Weil ich ein ortsfremdes Kennzeichen habe. Die Ficker. So, weißt du? Ein Orts? Ja, ich habe halt nicht Dortmund, ich habe Bochum. Ich komme halt für die aus einem anderen Ort. Und die Dortmunder, die können da stehen, die kriegen keine Knöllchen. Aber der Bochumer, der ist ja nicht von hier. Der wohnt ja nicht hier, so nach dem Motto. So, weißt du? So. Die Ficker, ey. Ich krieg jedes Mal Knöllchen, wenn ich da stehe. Jedes Mal. Warum hast du denn ein ortsfremdes Kennzeichen? Weil das über meinen Vater läuft. Mein Vater wohnt halt in Bochum. Ach so. Oh, das ist natürlich kacke, ja. Das mögen die Dortmunder nicht, ne? Oder? Ist da nicht so Dortmund-Bochum? Ist da nicht so eine Feindschaft? Das ist egal. Aber halt allgemein, sobald du ein ortsfremdes Kennzeichen hast, hast du halt Nachteile in der Stadt. Obwohl, nee, du hast auch Vorteile. Du darfst auch fahren wie ein Blöden und so tun, als ob du den Weg nicht kennen würdest, weil du bist ja ortsfremd. Ist immer gut. Aber Bochum, Dortmund, da bist du auch schon nicht mehr ortsfremd. Das ist doch alles eine. Nee, eigentlich nicht. Das ist schon. Aber wenn ich. Aber wenn ich mit dem Bochumer Kennzeichen in Köln bin oder so, ist das immer ganz fertig. Köln. Die denken sich dann, wenn ich irgendwie auf einmal doch die Spur wechsle, ach, der Bochumer, der darf das. Der kennt sich hier nicht aus. Das ist okay, sagen wir. Ja, das ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ja. Ja. Das hat aber auch lange gedauert, ne? Was wir schon alles so für Themen hatten hier im Projekt. Eigentlich fast nur dein Auto. Na, das ist falsch. Das ist schon mal falsch. Wir hatten auch ganz lange Schatten des Krieges. Stimmt. Yeah. Und dann kam das auch. Mordor Schatten, glaube ich. Also. Schatten des Krieges ist das Neue, was ich nicht gespielt habe. Ich wollte gern, aber das Netzwerk wollte nicht. Warner Brothers wollte nie. Warner Brothers hat gesagt. Das Netzwerk hat damit dann nichts zu tun. Das Netzwerk gibt nur die Liste weiter und Warner Brothers. Wie lange hat das andere Spiel gespielt? Nee, dann nicht. Ah, hier, der hat das andere Spiel nicht gespielt. Ah, aber der hat so viele Abos. Und dann? Der hat 5K Abos mehr. Dann ist das auf jeden Fall ein interessanter Typ. Ja, so ticken Publisher. Was, du hast das erste Spiel sehr gemocht? Ja, ist mir egal. Du musst auch, entweder hast du das erste Spiel sehr, sehr hart gehypt und du bist ein riesen Fanboy, dann kriegst du die meistens auch die Sachen. Weil Fanboys mögen die ja. Weil du dann ja die Spiele hypst und sie gut redest. Ne? Also eher gut redest als ein, weiß nicht, als einer, der das Spiel nicht gespielt hat und eigentlich nicht, weißt du? Ja. So ist das ja auch. Und naja. Sowas bevorzugen die auch gerne. Ist halt Business, ne? Die wollen die Spiele verkaufen und dann suchen die sich. Ja. Dann suchen die sich die Leute raus, die halt theoretisch positivere Meinungen haben und ne? Theoretisch positivere Meinungen oder theoretisch mehr Viewer. Ja, aber wenn sie mehr Viewer haben, ist es auch praktisch, wenn sie eine sehr positive Meinung zum Spiel haben. Aber das weiß der Publisher ja nicht. Kommt drauf an, wenn du so ein Gronkh, weil Gronkh muss ja viel passieren, damit der ein Spiel schlecht redet, so, weißt du? Da muss ja richtig viel Kacke passieren. Also bis der ausrastet und spielt. Das letzte Spiel, was er ja richtig Kacke fand, war SimCity, wo sie dann angefangen haben mit diesen Bezahl-Add-ons.
Das war ja auch kacke. So, und da sind die ja ein bisschen ausgerastet und wurden richtig kacke. Und das Spiel war ja immer noch scheiße. Und letztens habe ich mitbekommen, hat er über irgend so ein... Der spielt ja diese Wimmelbildspielreihe. Mhm. Und da war... Der gibt es irgendwie zig Teile von. Und der ist jetzt über Teil, weiß ich nicht, 7, 8, keine Ahnung. Und der war wohl so schlecht und so anders verkorkst als die anderen Teile, dass er da auch gesagt hat, er spielt nie wieder ein Spiel von der Reihe. Und hat gesagt, dem Publisher gibt er keine Aufmerksamkeit mehr. Also da muss schon viel passieren. Und er spielt ja auch Shadow of Mordor. Weißt du? Okay, und ich weiß gar nicht, was der macht. Ey. Ich hab den nicht. Und bei Shadow of Mordor, er fängt ja momentan an, Kommentare zu deaktivieren, weil seine Zuschauer halt manchmal ein bisschen scheiße sind. Weil Gronkh ist halt nicht der beste Videospieler. So, ne? Er ist halt... Also man guckt Gronkh nicht wegen dem Skill, man guckt Gronkh wegen Entertaining. Und weiß ich nicht. Und naja, die Leute flamen ihn halt, weil er halt nicht der beste Gamer ist. Und weil er ein Noob ist. Ja, er stellt sich halt manchmal auch doof an. Das muss man halt dazu sagen. Er ist halt noobig. Und, ja, er fängt dann jetzt an. Bei Destiny 2 hat er, glaube ich, Kommentare deaktiviert und bei Shadow of Mordor habe ich mitbekommen. Weiß ich nicht. Wenn das nötig ist, ey. Ja, ist dann halt auch schon. Wenn du da nicht drüber stehen kannst. Aber er zieht trotzdem durch. Ist halt, ne? Aber wenn du da nicht drüber stehen kannst. So ist halt das Business, Alter. So ist Business. So, die Schüler mögen mich auch nicht alle. Also ich bin ja auch schon manchmal extrem abgenervt von manchen Kommentaren und ich weiß ja nicht, was er alles bekommt. Ich weiß nicht, wie schlimm das da ist. Ich glaube, dann ist es manchmal doch besser, die Kommentare einfach abzustellen. So ist das Business. Business. So ist das Business, ey. Und ihr schreibt jetzt am besten positive Kommentare. Es ist ja bald Weihnachten, das Fest der Liebe. Und nicht so hassen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt ein Herz in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, haut das mal rein. Tschüss. Okay, tschüss.